Ja, einen schönen guten Tag, einen guten Sonntag in der Zeit zwischen dem Fest Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Ein Sonntag, auch ein Fest. Jeder Sonntag Fest der Auferstehung Jesu. In dieser Zeit eben, oder heute, oder in diesen Zeiten, in diesen Tagen, schaut hin, das Leitwort vom Ökumenischen Kirchentag. Vor 18 Jahren in Berlin, vor 10 Jahren in München. Heute alles digital oder überwiegend digital. Nicht die Menschen, die sagen, mich interessiert das, wir treffen uns, wir begegnen uns. Eine andere Art, sich zu begegnen mit der Technik. Ich meine, gut, dass es Technik gibt. Aber kostbarer eigentlich immer, es gibt ein Du. Und ja, dieses Wort schon, schaut hin. Ich denke zurück, ja, wie Jesus sagt, kommt und seht. Und ihr dürft mit ihm gehen. Ja, da passiert dann Leben und Austausch, voneinander lernen. Schaut hin, schaut auf diese Welt, was da läuft oder nicht läuft, was im Argen liegt, wo ihr Christen Verantwortung haben dürft, zu befreien von Gewalt, von Fußtritten, eine andere Art zu leben. Das ist das, wozu Jesus eigentlich, wenn er sagt, kommt und seht, wie ich mit euch mein Leben teile, das Brot teile. Urgeschichte für Christen. Und dabei will in dieser Zeit vor Pfingsten eine Pfingstnovene helfen, sagen, wir erinnern uns oder bitten an diesen alten Brauch einer Pfingstnovene. Da gibt es dieses Heft, jeden Tag ein biblischer Impuls, ein paar Gedanken zum Nachdenken. Nehmen Sie Ihre Art und Weise, auch wenn Sie dieses Heft nicht haben, sagen, ich bitte um diese Kraft Gottes, um den Geist, dass er mich, unsere Gemeinde, unser Land neu stärkt, dass davon etwas ausstrahlen mag. Und da in einer Woche wir das große Fest von Pfingsten feiern können. Pfingsten feiern können. Wir werden hier in Herdecke auf dem Kirchplatz einen ökumenischen Gottesdienst haben am Pfingstmontag. Das ist der 24. Und es wird einen ökumenischen Gottesdienst geben in Wetter, in der Lutherkirche um 10 Uhr. Die Kirche in Wetter, die ist so riesengroß, da können auch mit Abstandsregeln ganz viele Menschen Platz haben. Die Eucharistie am Pfingstmontag feiern wir um 11 Uhr in St. Urban. Auch das ist also möglich. Wer sagt, das ist mir sehr wichtig, bitte kommt nach Ende in die Kirche St. Urban. Aber jetzt ist erstmal heute Sonntag. Ihnen, die Sie zuschauen, zuhören, einen guten Sonntag mit der Freude des Auferstandenen, mit dem, der mit uns lebt. Einen guten Tag, Ihr Pastor Appel.